Hallo und herzlich willkommen zu Cyro der Drache. Ja, Cyro der Drache ist ein tolles Spiel, gespielt weiß nicht eins. Übelst alt. Ja, nur gerade natürlich der erste. Keine Spielarten. Och ne, echt. Ich hätte's nicht gedacht. Jo, neues Spiel, let's go. Im Land der Drachen. Action. Was? Oh, ah, ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren fünf oder sind es sechs Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnorg? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnasty Gnorg ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr! Und außerdem ist er hässlich. Hässlich! Jetzt glanz! Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich! Das Abenteuer beginnt. Da sind wir. Hallo. Das sind wir. Das ist Spiro. Der verschwungene Wasserdrache. Wasserdrache voll. Ja. Unsere Aufgabe ist es. Ja, wir haben schon Ego-Modus. Diese Dings. Zu befreien, die Drachen. Und Juwelen zusammen. Und Eier. Das ist unsere Aufgabe, ein ganzes Spiel lang. Gerettet Nestor. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nook? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, der erste Drache. So, nachdem man den Drachen befreit hat, hat man hier den Save Point. Da wird immer gespeichert. Und man kann den Drachen wiederholen, falls er irgendwas Wichtiges gesagt hat. Ja, wenn man es wieder hören möchte. Bam, Junge. Das kann man scheiße. Das hat doch Spaß. Yay! Oh. Ja, die kleine Libelle neben uns, die heißt Spark. Ja, die sammelt die Edelsteine für uns und ist auch unsere Lebensanzeige. Wenn sie gelb leuchtet, dann können wir noch drei Treffer bekommen. Wenn sie grün leuchtet, wenn sie blau leuchtet, dann noch zwei, dann grün, noch ein und danach ist sie weg und ja, beim nächsten Treffer sterben wir dann. Wo ist Nasty Nook? Den grill ich! Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Ja, okay. So. Wir können springen, wir können gleiten! Wir können dashen, wir können Feuer spucken und wir haben Ego-Modus. Ja. Und wir können uns auch rollen mit den Schultertasten. Das war's. Ich dachte, das mit dem Ego-Modus erst in späteren Teilen, aber hier ist auch schon. Was mit Schul und mit den Schultertasten können wir auch die Kamera bewegen. Wie kann ich mir nochmal angucken? Ich habe eigentlich gar nichts dran geguckt. Einfach zocken. Musik ist ja schon vorbei. Wenn Musik vorbei ist, steht statt sie vorne. Ah, ah, stirb, stirb und ü. Kann man das ein bisschen schwierig.
Kamera. Was ab? Hier drin ist etwas Besonderes drin. Drachenstatue. Die geben uns ein Leben. Da oben stehen die Leben. Unser Spyro-Kopf. Die Lebensanzahl. So. Da drüben sind noch Edelsteine. Zack. Wunderschön. Im nächsten Level sollten eigentlich 100 sein? Ja. Und 4 Drachen. Cool. Das ist einfach ein Spiel, was ich ziemlich früh, ziemlich gerne in meiner Kindheit gezockt habe. Einfach was toll war. Echt cool! Mach das nochmal! Zum Artisan-Boss geht es durch das Maul des Drachen. Aber du bist noch nicht bereit, Spyro. Du musst erst in eines der anderen Artisan-Länder. Schade. Die Schafe, die kann man rösten, dann kaufen sie nur so eine Schmetterlinge und die füllen unser Leben wieder. Also unsere Lebensanzeige. Unser Spark. Mit X. Sparks. Was hat er denn gesammelt? Ach, ich werde der Esel wieder zurückkommen. Unser letzter Drache. Thomas. Hey Spyro, drück zweimal die Sprungtaste, um zu gleiten. Und hab keine Angst. Angst? Wovor? Davor, von hohen Bergen und in prähistorische Gletscher zu stürzen? Ach, davor. Alltag. So. Da Seite gibt es nichts. Auf der Seite. Oh. Ah. Burn, bitch. Back to burn. Autsch. Was hat weh? Aua. Die roten sind 1 wert, die grünen sind 2 wert. Dann gibt es noch gelbe, die sind glaube ich 10 wert. Lilane, die sind 25 wert. Und blaue, die sind 5 wert. Und diese glitzernde Sprudel, die lassen uns nach oben fliegen. Wunderschön, nicht wahr? Schönes Spiel. Kam was ein bisschen nervig. Aber es ist halt auch ein ziemlich altes Spiel. Wenn wir in der Luft einen Dreieck drücken, dann können wir uns einfach schneller fallen lassen. Okay, wir haben sehr viel übersehen. Aber holy shit, haben wir viel übersehen. Nee, ich weiß, wo sie sind. Trottel. Sollten jetzt alle, die restlichen sollten jetzt alle hier sein. Da unten sind noch 2. Jawohl. 100 von 100. Yay. We did it. Burn Flower, Blurn vor allem. Wie heißt die Welt? Stonehill. Zu Level Stonehill. Juwelen gefunden. 100 von 100. Yay. Oh Gott. Das ist unser erster Gegner. Burn. Yay. Zack. Du schippst jetzt auch. Voll. Dann ein Sparks. Guter Sparks. Unser erster Tag in der neuen Welt. Linda. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Nein, bestimmt nicht. Ich bin nur geistig behindert.
Meins, 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 meins. Moins? Gott, habe ich hier nicht über... Alter, ich habe so gut wie alles gekriegt. Nice. Beim ersten Versuch. So. Zack. Burn, bitch. Ach, meins. Aua, ah, jetzt haben wir ein Leben verloren. Wir wurden getroffen. Friss. Nom. Das war wieder Gold. Ich habe irgendwo einen Drachen gehört. Da oben wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß, dass da oben einer ist. Aber das ist bestimmt nicht der. Trottel. Kann nur so dumm sein. Ha, gefunden. Wo ist der Schmetterling? Wo ist der Flatterling? Ich hab doch einen. Ich hab gerade einen Schmetterling gesehen. Und der ist auch nicht. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Oh mein Gott, bin ich dumm. Burn. Ja. Wir leben. Sonst noch irgendwas hier in der Nähe, was zu einsammeln ist? Nein, dann würde ich gerne nach oben gehen. Ha, Schmetterling Firefly getötet. Schmetterling getötet, ja. Unser Leben habe ich getötet. Seht ihr, das da hinten ist blaue? Das wird noch ätzend. Freund, möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch! Für den längsten Gleitflug drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Gleiten! Oder so. Ja, und da kann's am besten. Also Jäger kommt erst im dritten Teil, also im zweiten Teil kommt er erst richtig vor. Aber im dritten Teil kommt der Meme. Gleiten! Weckt es nicht. So. Nun müssen wir diese blauen Mixer jagen. Und die rennen weg. Oh. Fängt ja schon mal gut an. Nein! Oh. Ich habe einen runtergeflogen. Oh. Jawohl. Da haben wir unser erster Ei. Clown-Wichser. In späteren Spielen kommen noch andere Farben. Ich weiß nicht, ob es hier gibt, auf jeden Fall eine andere Farbe, aber das hatte was anderes zu bedeuten. Und ich glaube, gibt es auch nur im letzten Kampf mit einer anderen Farbe. Also im Boss, im finalen Boss. Gibt's hier auch? Ja, hier gibt es mehrere Bosse. Okay. Die sind anders als bei den anderen Spielen. Das ist einer der Spiele, wo die Bosse alle optional sind. Also man braucht die Bosse nicht, um fortzufahren. Man braucht die Brüste nicht, um fortzufahren. Boss, Brust, ach so, sauber. Ich habe hier oben nichts übersehen. Ja, dann bin ich ganz schön gefickt, weil das erste Level wohl ziemlich schnell etwas übersehen werden kann. Wie zum Beispiel die hier. Ist bestimmt auch noch einer? Nee. Da? Nein. Ah, hier. Übrigens sind unsichtbare Wände. Kraftwände. Wir haben sie wenigstens etwas versucht. Ja. Kackwänden. Ich mache das später, weil man kann hier unten noch lang. Und hier ist ein Schlüssel.
Ein Schlüssel! Yay! Nein, 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 oh Gott. Man darf nicht schon Wasser weiter und stirbt, Mann. Esto. Es. Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen. Nein, danke. Tschüss. Ja, das... Die sind bekannt als Ende des Levels. Ah, nice try. Ach, mein Leben. Ach, doch nicht. Ich brauch kein Leben. Ich hab ja keins, um echt zu leben. Wie viel gibt's hier? 200, gut. Bin ich ja fast durch. Den Schlüssel... Mit dem Schlüssel können wir Kisten öffnen, die hier zum Beispiel unten sind. Ah, das war auch der letzte Drache. Hier unten. Kascheng! Wer sagt mir, das waren alle? Jawoll! Gavin. Gavin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich. Ja, klar. Nerd. Warte mal, ist kein Nerd. Spasti. Ich hab vergessen, wo ich lang muss. Ich muss, glaube ich, hier lang. Oh ja, First Try, geil. Oh, yay. Weiter geht's. Ab nach Hause. Ich hab gerade mal 17 Sekunden aufgenommen. Ey, hab ich echt lange aufgenommen, Alter. Ich bin ja schon ganz schön erschöpft vom Reden. So lange habe ich aufgenommen. Zack. Griffin. Au. Ah, drive by. Well, let's go. Town Square. Zu Level Town Square. Was noch nicht mal übersetzt wurde. So eine Scheiße. Anzeigejuwelen 300. 300! Gold, weil sich keiner aus dem Fountain traut. Stirb, stirb. Nom. Habe ich nichts übersehen? Gut. Ah, scheiß Kamera. Warum müssen wir irgendwie hin? Nils. Willkommen auf dem Town Square, Spyro. Gleite zunächst mal zu den Stieren hinüber. Sieh dich mit der L2 und R2-Taste genau um. Ich mach's lieber mit der Dreieck-Taste. Funktioniert besser. Ach, getötet. Burned. So, man kann diese Kisten öffnen, kaputt machen, wenn man die Dings abbekommt, abnimmt. Meinen Sie hierüber? Nee. Er muss auf jeden Fall jetzt hierüber. Also, indem man die abfackelt und dann rüberspringt und den Juwelen einsammelt, der in der Luft ist. So machen die Kisten kaputt, die ihr gerade gesehen habt. Etwas unten? Nope. Deflin. Duke Deflin. Ah, danke, Spyro. Meine Flügelspitze hat furchtbar gejuckt. Wusstest du, dass du den längsten Gleitflug erzielst, wenn du am höchsten Punkt deines Sprungs die X-Taste drückst? Den längsten Gleitflug? Quack. Leuten! Hallo. Tschüss. Nee. Habt ihr es gehört?
Ich schon. Und ich mag es nicht. Ach, ich wusste, dass du existierst. Bin so gut. Im Zauberlar, Harry. Ach, nice. Da habe ich mich gut erinnert. An der Kindheit. Oh! Oh! Autsch. Was? Nee? Gott, hat er mich gejuckt. Der Hund. Der Sohn. Und der Sohn, ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ach, easy. Das ging auch schnell. Vielen Dank fürs Ei. Lustig. Diese Kisten kann man nicht durch Feuer öffnen, diese Metallene. Sondern nur Schrammattacken. Und die späteren Gegner, die Metallrüstung tragen, kann man auch nicht durch Feuer besiegen, sondern nur durch Schrammattacken. Ja. Da gibt es später, glaube ich, noch Kisten, die nur durch Schrammattacken zerstört werden kann und durch Flammen. Die nur durch Flammen zerstört werden kann, nicht durch Rahmenattacken. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Weil sonst wäre es ein bisschen. Racist. Nee, es wäre nicht racist. Na, Bulle. Bullensohn. Och, gleich 10er. Geil. Zack. Und noch ein 10er. Autsch. Ey, noch ein 10er. Und diese kann man nur durch mehrere Male anpusten. Kaputt machen. Na, vielleicht. Ja, okay, ich bin dumm. Tor. Danke, dass du mich befreit hast. So, was stellt ihr euch bei Thor vor? Ja, und dann hört sich diese Stimme an. Und dann werde ich nur noch Thor als Witzfigur sehen. Danke, dass du mich befreit hast. Autsch daneben. Autsch daneben. Immer noch. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Alva. Spyro, hast du hier irgendwo einen blau gekleideten Mann gesehen? Der ist ein Dieb und der hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn fangen und das Ei zurückholen. Lauf, lauf! Ich bin ganz außer Atem. Ha, Noob. Das war natürlich easy. Und warum machst du Gestiken? Ich versteh's nicht. Bin ich behindert? Ich meine, ihr seht's doch eh nicht. Warum mach ich denn das? Ab nach Hause. Yay! Ich freu mich schon auf die nächste Welt. Ui! Ach toll. Lol. Bam, bam. So, wenn man Gegner bereits getötet hat und wer zurückkommt, dann droppen sie uns so eine Kugel. Und wenn man 20 davon hat, glaube ich, waren es, dann bekommt man ein extra Leben. Dark Hollow. Und die respawnen auch das jedes Mal, wenn man auf ein Level zurückkommt oder wenn man stirbt. Aber als ob mir das hier passieren wird. Instant Death. Bam. So ist halt ein mit Schild gewesen. Mit Metall. Bam. Und ich. Und nur mit Rennen zerstören kann. Eigentlich ist es dumm, da schon mal rauszugehen. Bam. Sondern man sollte erst hier hingehen. Zu den dicken Klöpfen mit Metallrüstung. Ja, wie besiegt man die denn, wenn Rahmattacken nicht funktionieren? Ja, man rennt einfach vorbei. Gut. Gemacht, Pixel. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass man die Schrammattacken töten kann, aber. Oh.
Hier, guck, man kann die nicht durch Schrammattacken zerstören. Aber man kann die durch. Nein. Feuer von hinten zerstören. Zwar nicht jeden solcher jener, aber die funktionieren. Au. Ah, tot. Oswin. Psst, Spyro. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Nein. Die Dreiecktaste, um zu zoomen und dich umzuschauen. Oh, dein Geheimnis ist in guten Händen. Nein. Ist es nicht. What the fuck? Wo ist die Kiste hergekommen? Burn. Okay, jetzt war ein bisschen Whisky. Bisschen Whisky. Das war ein bisschen Whisky. Nein, 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 was mach ich? Für eine dumme Scheiße. Au. Zack. Und wieder nach oben. Yay. Und die Kids öffnen. Ach, wundervoll. Wunderschönen Gems. Look at my precious camera. Burn. Dicken Klöps kann man schon rennen. Au. Bam, bam. Oh nein, ich wollte erstmal die Edelsteine ansammeln. Okay, Alban. Oh, du bist das. Ich war mir nicht sicher, ob du diesen lästigen kleinen Viechern entkommst. Natürlich lassen die mich in Frieden. Aber hier ein kleiner Tipp. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber du kannst sie umstoßen. Stoßen. Okay, das hat gerade ein bisschen gepasst. Gute Soundeffekte. Ah, bam! Oh mein Gott. Du Noob. Danke. Mein Libello. Weep, 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 weep. Bam. Sammle ein Sparks. Sammle ein. Sparks, sammle ein. Danke. Ich mach das Feuer an. Burn. Jawohl. Jawohl. Ah, jetzt hat geburnt. Quack, quack. Und aufsammeln. Danke. Sind sie wirklich nur 100? Wow, ist echt kleines Level. Wie dein Penis. Toll. Bam. Was das? Jawohl. Meins. Moins. Moins. Hab ich auch wirklich einen angesammelt? Ja. Gut. Da war ich mir gerade nicht sicher. Zack. Und kabam. Mein Gott. Nicht getroffen. Ha, jetzt aber. Darius! Große Feinde wie diesen Gnork mit einer Keule kannst du nicht umstoßen. Aber ein kurzer Feuerstoß, das dürfte helfen. Gut, dass du mir das erst am Ende des Levels gesagt. Aber so etwas wie das hier, erst später, früher. Und wo ist die Musik hin? Bitch, fahrt's mir. Wo war die Musik? Living in the music, in my head's alive. You have 100% erreicht. Lol. Damit haben wir eigentlich alle Level gemacht. Da gibt's irgendwo noch Level. Hättest du das Gefühl noch zu erreichen? Weil dazu muss man jetzt mal irgendwas anderes gemacht haben. Genau was. Ich glaube, das muss man in einer anderen Welt. Oder geht es jetzt schon? Weiß es nicht. Dann würde ich es vor den Boss schieben.
Nee, es geht auch nicht. Gut, dann müssen wir hinter dem Boss als erstes machen. Ab geht's! Toasty. Haben wir wirklich alles. 100. Warum kann ich ja nicht scrollen? Ich dachte, man kann das scrollen. Na egal. Toasty. Begegnung mit Toasty. 600. Aufpassen, die, sobald man die einmal angreift, beziehungsweise sobald die einmal sehen bzw. bemerken, greifen die einen an und man muss sie zweimal treffen und die springen auf einen. Also die sind ganz böse Baubaus. Komm. Ganz böse Baubaus. Ganz, ganz böse. Stirb! Oh mein Gott, daneben. Ah, intense fighting. Ach, gewonnen, easy. Without getting hitted. Ach, oh mein Gott. Wirklich, wirklich von diesen Dings getroffen? So ein Arschloch. Den taunted auch noch. Oh mein Gott, was mache ich denn? Wurde nicht boostet oder was? Wurde nach Level 1 geboostet. Oh, ich dachte, ich hätte keinen Sparks mehr. Das Wichtigste im Leben. Sparks, der beste Freund des zweiten Drachens. Ah! Die, Bitch! Gott, ist doch knapp. Eine wäre schon runtergefallen. Wir sollten eigentlich schon 100 sein. Jo. 100 Juwelen und einen Dragon. Dragonfly. Enter the Dragonfly. Hab ich nie gespielt. Drache. Neven. Nach Sinnoh hat die Artisan-Welt einem seiner fiesesten Dupane anvertraut. Es ist Zeit für dein Barbecue. Sei vorsichtig, Spyro. Dieser Boss ist mit allen Wassern gewaschen. Waschen gewaffen. Ja, Mann, ich kann Deutsch. Tollwaffe. Ein Wauwau. Mäh. Wo ist er ging nach? Mäh. Voller Kampfschrei. Gefällt mir. Mäh. Das war gar kein Dings. Kürbis. Sondern ein Schaf. Mäh. Du. Ach schon. Jawohl, 100! Yeah! Let's go! Nach Hause. Übrigens von alle. 700 von 700. Jetzt? Nein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüssi. Ah. Spyro ist toll. Der schwule Drache. Der schwule lila Drache. Au. Tschüss.